Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir hier in Sheraton abgestürzt mit unserem Vivan. Ja, super. Aber keine Sorge, ein Pferdepfleger kümmert sich um ihn zu heilen und ja. Wir müssen uns erstmal noch ein bisschen ausruhen und sprechen mit unseren Kollegen, unseren Partymitgliedern und ja. Wir sprechen im Moment über Leia und sie hat angeblich mal ein Spyrex, oder wie hießen die Dinger nochmal, in ihrer Kindheit gesehen und sie erklärt uns jetzt, was es damit auf sich hat und warum, und sie hat gefragt, warum Jude jetzt darauf so No, that's not abfährt, why. diese Dinger kaputt zu machen. If you need a reason. Bäh. You don't have one? I do. I just rather keep it to myself. All right. You know, destroying the lands of Kresnik is the last thing on our to-do list. Huh? What are your plans afterward? Will you head back to Fenmon and finish becoming a doctor? Or will you come home to Laurent? I haven't had a chance to decide yet. One thing at a time. We just need to finish what we've started. Yeah. You're right. Let's finish this job together. You got it. I wonder what Mila's going to do when this is all over. Dann hockt sie wieder 1000 Jahre in ihren Schrein. Und liest kranke Bücher über Menschen. Ist aber glitzen müssen wir. So, wer fehlt denn noch? Elvin und Mila. Na gut, wo sind die beiden? Warte mal. Wie geil! Schön. Warte mal, sind das Käfige? Nee, das sind. Ja, das ist ja mal genial. So eine Kleinigkeit, ey. Oder vielleicht waren die ja schon immer da. So, wo sind denn die beiden? Hier ist Drizelle. Bitte, ein Vivian ist sicher nicht viel anders als ein Pferd. Ich muss ihm beweisen, dass ich es schaffe, um mich alles zu. Blablabla. Sonst wird Ron. Bitte. Okay, ja. Die sind ja fast genau die gleichen Viecher. Bis auf die Flügel und die Hufen. Und. mehr oder weniger sind Vipern und Pferde genau das gleiche. So, wo sind die beiden? Mir gefällt das nicht, dass die beiden irgendwie hier so oft alleine untereinander sind und. Keine Ahnung, jetzt sehen sich wahrscheinlich hier irgendwelche Pläne, wie sie uns am besten fertig machen können. Beziehungsweise mir gefällt es nicht, dass Mila vielleicht schon Sachen über Elvin weiß, die wir nicht wissen. Und wo sind die beiden? Wir, die wollen jetzt beide abhauen. Oder Elvin. Okay, Elvin habe ich nichts dagegen, aber mein Gott. Okay, wo sind die Affen? Ah, da bist du ja, Elvin. Hast dich als Laterne getarnt. All healed up? Don't worry about it. It was my slip up. Yeah, but still. Huh? You having problems casting spirit arts lately? I feel like a million times by now. You too? It's like the spirits aren't even there to help us anymore. Just like back at Fenmont. I bet this is the Lance of Kresnik's influence. Hey, this guy's saying the spirits are disappearing, and it's the King of Roshagal's fault. You shouldn't joke about such things. The spirits would never leave us. Honestly, do you get a kick out of spreading tall tales? They don't believe me. Of course not. You can't just tell them something like that out of the blue. I guess I'm just a shady guy. A
townspeople don't trust me and neither do you. Richtig. Hey, that's not true. Doch. Oh? I saved your life and suddenly guck's you da. Trust me again? You're still a big fat liar. But a trusting one. Throughout this whole trip, you've never doubted a thing I told you. Even when I said the spirits had disappeared, you believed me on the spot. Ja, aber er hat uns auch. When someone uses a Spyrix, spirits die. It's cause and effect. What are you trying to say? Well, it's no skin off my nose if spirits wink out of existence. But it's another story if the result is we humans suffer. But spirits are living things too. Listen to you. You're sounding more and more like the great Maxwell every day. That wasn't the point. Don't make fun of me. I'm not trying to. I just mean you've finally started talking like a bona fide grown-up. Huh? Like Mila, huh? I wonder if I can protect humans and spirits too. Thanks. Times like this, I miss being a kid. Life was so simple. Okay. Und schon ist er weg. Okay, da glitzert was. Da glitzert was. Geht mir aus dem Weg. Ich habe was Glitzerndes gesehen. 10 Gold. Die gehören mir. 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 Hast du gehört? Mir. Geh mit deinem Pferd weg. So. Auch ein bisschen herum, während sich die Weber nur. Ich denke mal, jetzt ist Mila irgendwo hier drin. Oder auch nicht. Und da ist sie wirklich. Ich kann schon so japanische Rollenspielelemente auswendig. Okay. Finde ich gut, dass wir es besprochen haben. Protect the spirits as well. You go to such lengths to protect humans, so it's only fair that I become strong enough to protect spirits too. You will strive to be our protector. A bold statement. Maybe I've been wrong about humans after all. I never imagined one of you wanting to protect our kind. Let alone making it his mission. I'm almost speechless. I've never felt this happy. Now I really must destroy the Lance of Kresnik, for all our sakes. That reminds me. What are you planning on doing after you've destroyed the Lance? Destroying the Lance and the Spyrex devices is merely one facet of my mission here. My whole reason for existing hasn't changed. So you'll return to Nia Kara and live the way you did before? Most likely. But with Exodus around, won't your life still be in danger? Also likely. What you need is a bodyguard, someone to watch your back. Are you offering to stay with me? Is that possible? If that's what you decide to do, then you should do it. I'll need to create some story to keep you by my side. Really? Thank you. It's the least I can do. You're the reason I'm standing here right now, preparing to fulfill my mission. I'm the one who should be thanking you. Huh? Oh, no, you don't have to do that. We haven't even gotten to the real fight yet. Good point. Oh, just the pair I was looking for. Your wyverns have fully recovered. Let's return to the plaza. Okay. Na gut. Ich hoffe, unser Wyvern wird wie noch nie zuvor.
Ich denke mir nur, dass das... Oh Gott. Egal. Ich stelle mir da gerade die merkwürdigsten Bilder vor. Von einem galoppierenden Vivian. Na gut. Ach, wir sind immer noch nicht hier. Fertig. Fertigkeiten, hat so Fertigkeiten. Adrenalinrausch. Ja. Scheißegal, weil das ist einfach ausrüsten und hier Illusionsangriff, was soll's. Wenn wir es schon haben, wo müssen wir hin? Begib dich zum Platz. Wo sind die anderen? Ich will auch nicht alleine sein. Vor allem, wann sind die denn rausgekommen? Ich war doch die ganze Zeit hier. Ich müsste dich doch gesehen haben. Das schon. I'm a sucker for that kind of stuff. I worry he himself will be unable to deal with that way of life much longer. Don't forget, Alvin was the one who saved me from the bad guys. What do you think? We'll need to keep up our guard around him until he reveals his hand. He remains trustworthy in battle at least. Ja. Wow, wir sind uns mal einig, Mina. No, no, it's not polite to talk about someone behind his back. I don't care. What can I say? You guys are my only allies. That makes everyone. That face. Let's be off. Please wait. Rowan, are you really gonna fight with your old buddy? It is my fault that Noctegal became the man he is. I am prepared to fight him when the time comes. You have our support. Don't worry, I'll be right behind you. I've got your back too. Thank you, everyone. Don't worry, I'll pick up your dentures if you drop them, Grandpa. Please do. No pithy retort? I guess that means we're all ready. Let's make our final preparation. Ja, so kontert man einen Troll. So, da wir jetzt hoffentlich, ich glaube, wenn wir sie ansprechen, dann geht es direkt weiter. Rede mit Resell und gehe dann hinaus. Mann, als wären wir schon im letzten Kampf. Ja, was die Wyvern. The Wyverns weren't as scary as I thought they'd be. I'm just glad they didn't eat you. Too bad they didn't eat Alvin the traitor. Richtig. Ja, auf Elisa Angst zu machen. Na warte, Alvin. Dafür skill ich dich jetzt voll kacke. Nein. So, hier sind wir auffällig. Ne? Gehaltene Ladung. So. Was haben wir denn hier alles? Überschreitung sein. Der Grenzüberschreitung wird um 2 Sekunden. Geil. Grenzüberschreitung um 2 Sekunden verlängern. Warum nicht? Vor allem, wenn sich das auf die ganze Truppe ausbreitet. Okay. Vertaktet. Was? Das war nicht der. Hä? Wo, nein. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Oh! Nein, wir müssen das hier leveln. Verdammt, habe ich voll ein verschwendet. So ein KP, weil du fällst mir ein bisschen zu oft drohen. Alter Knacker. Okay, Überschreitungsverlängerung. Komm, was für eine Arztlänge, nur um 1 Sekunde, nur einmal pro Kombo möglich. Brigade verbinden. Oh, hier ist das schon wieder ein bisschen schwieriger. Machen wir dazu. Und so. Und dann beende ich den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.